Also in meinem Heimat war ich Studentin eines Ingenieurstudienganges an der Uni. Und wegen des Krieges musste ich mein Studium abbrechen und bin hierher zum Zweck des Studiums gekommen. Jetzt studiere ich Logistik und Mobilität an der TU, Technische Universität Hamburg, im 7. Semester. Ja, und ich habe vor, mein Studium nächstes Semester abzuschließen. Unser Studiengang ist eine Kombination zwischen Wirtschaft und Technik. Man lernt zwar technische Fächer, aber auch andere wirtschaftliche Fächer, zum Beispiel BWL, Consulting. Zum Beispiel die Wirtschaftsingenieure sind die wichtigen Schnittstellen in jedem Unternehmen mit ihren technischen und ökonomischen Kenntnissen. Also ja, zurzeit sind die unverzichtbar in fast jedem Unternehmen. Im Studium lernt man nicht nur die Studieninhalte, sondern noch weitere Soft Skills, zum Beispiel wie man in Gruppen arbeitet, wie man Vorträge hält. Ja, also all das fördert die persönliche Entwicklung, finde ich. Nach dem Studium möchte ich in dem Bereich der humanitären Logistik arbeiten. Humanitäre Logistik ist ähnlich wie kommerzielle Logistik, aber hat mehr mit Hilfsorganisationen zu tun, zum Beispiel Naturkatastrophen oder Kriege. Dann ist die humanitäre Logistik spielt hier eine sehr große Rolle. Am Anfang war es eine sehr schwierige Zeit für mich. Ich musste meine Familie und meine Heimat verlassen. Und auf einmal musste ich alles alleine erledigen und ich kannte niemanden, der mir helfen kann. Ja, und daran war ich nicht gewohnt. Damit hatte ich unterschiedliche Schwierigkeiten und es fiel mir einfach schwer, ein neues Leben hier anzufangen. Ich hatte Heimweh und ja, ich hatte finanzielle Schwierigkeiten, aber ich war trotzdem motiviert und wollte so schnell wie möglich ins Studium einsteigen. Wegen des Kriegs, wie gesagt, musste ich mein Studium abbrechen und dann ja, dachte ich hier, warum nicht einen neuen Studiengang anfangen? Ja, ich wollte unbedingt Ingenieurstudium anfangen. Ausbildung kam für mich nicht in Frage, weil ich von Anfang an ein klares Ziel hatte, und zwar mein Studium hier fortzusetzen und abzuschließen. Die Technische Universität Hamburg hat einen sehr guten Ruf und ich wollte unbedingt was an dieser Uni studieren und dachte ich, ja, warum nicht Wirtschaftsingenieurwesen, also Logistik und Mobilität. Ich habe Studienberatungen gemacht, um herauszufinden, ob dieser Studiengang der passende für mich oder nicht. Ja, und ich bin zu Infoveranstaltungen gegangen und das fand ich sehr interessant und ja, jetzt bin ich hier. Also die Hochschulzugangsberechtigung. Also das heißt, man überprüft, ob mein Abitur hier in Deutschland anerkannt ist oder nicht. Ich habe eine Sprachschule besucht und dann bin ich, ich habe ein Vorbereitungssemester in Studienkolleg gemacht. Also ich habe mich wirklich intensiv mit der Sprache beschäftigt. Nur in der ersten Zeit auf die Sprache konzentriert und ja, ich habe fleißig gelernt. Ich habe versucht, erst nur auf Deutsch zu reden, auch mit den anderen Leuten, die meine Muttersprache sprechen. Ja, habe versucht, auch immer deutsche Fernseher zu gucken und deutsche Lieder zu hören. Ja, dann habe ich das geschafft. Ich habe zwei oder drei Fächer von meinem vorherigen Studium anerkennen lassen und deshalb hatte ich, also ich bin jetzt im 8. Fachsemester, aber eigentlich im 7. Hochschulsemester und deshalb kriege ich kein BAföG. Neben dem Studium arbeite ich als studentische Hilfsassistentin an einem Projekt für Geflüchtete, die sich für ein Studium an der TU interessieren. Auch arbeite ich als kulturelle Mediatorin bei einer Koordinierungsstelle gegen Menschenhandel.
Besonders schwierig ist natürlich die Sprache. Vielleicht, also fachliche Kenntnisse haben die meisten schon, also die meisten haben schon was studiert in der Heimat, aber die Sprache ist immer die größte Hürde. Ich weiß, dass die Sprache, die deutsche Sprache schwierig ist, aber ja, man muss einfach nicht aufgeben und motiviert bleiben. Sobald man die Sprache beherrscht, dann stehen ihm alle Türen offen und dann sieht man, dass die Mühen sich gelohnt haben.